Ihr wisst Bescheid, wegen meiner Frisur muss ich jetzt nichts sagen. Ja, die Cappy ist dazu da, um das Schlimmste zu verdecken. Ja, heute soll es aber auch nicht um mich gehen, sondern um das hier. Ich habe mal wieder ein Unboxing vor. Ich war mal wieder einkaufen, ja hier, bei der bekannten Marke Bäckermeister. Und ja, das werde ich euch jetzt mal auspacken. Los geht's! Hier haben wir die Tüte. Und ich zaubere als erstes aus der Tüte heraus. Oh. Da klingelt gerade mein Handy, muss mal rangehen. Ja. Nee, kann gerade nicht, ich bin in der Aufnahme. Okay, ja, bis später. Wow, Jurassic Park. Eine Kollektion für 19,99 €. 19,99 €, das fand ich persönlich ein Schnäppchen. Bei 5, das sind 4, Quatsch, 5, 4 Filme, Jurassic Park, das vergessene Jurassic Park, Jurassic Park 3 und das neue Jurassic World in einer DVD, also pro DVD 5 €. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, habe ich noch nicht geguckt, werde ich mal gucken und euch dann sagen, wie ich es fand. Werde ich mir mal reinziehen. Und ich habe gleich noch mal eine zweite Sache gekauft hier im Bäckermeister Tüte, in der Bäckermeister Tüte. Und ja, The Green Mile. Das habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Musste ich mir natürlich besorgen für meine Filmsammlung. Ist klar. Das ist ein wunderbarer Film. Hier für 8,99 € beim Bäckermeister gekauft. Ja, und das ist eine wundervolle Geschichte. Also ich habe den Film gesehen im Fernsehen und war einfach überwältigt von dem Film. Ihr müsst euch das mal reinziehen, der The Green Mile. Das ist, glaube ich, ein 2000er Film, wenn ich das richtig gelesen habe. 2000 ist der rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Mit Tom Hanks als Hauptdarsteller und wie heißt der andere? John Coffey ist die Figur, die hier gespielt wird. Kann ich mal zeigen hier. Tom Hanks und John Coffey gespielt von Michael Clark Duncan. Auch der ist dafür ausgezeichnet worden. Ja. Wer Tom Hanks nicht kennt, hat irgendwie was verpasst. Schreibt in die Kommentare, welchen Film ihr mit Tom Hanks kennt. Außer The Green Mile. Na, ihr wisst, an welchen Film ich denke. Aber kennt ihr auch noch andere Filme mit Tom Hanks? Schreibt es in die Kommentare. Ja, The Green Mile geht um einen Wärter, hier gespielt von Tom Hanks, in einer Todeszellenanstalt. Die Leute werden also spielt in den 30er Jahren und die Leute werden dort auf den Tod auf dem elektronischen Stuhl, auf dem Elektrostuhl vorbereitet und ja, mehr oder minder vorbereitet und dort zur Abschlachtung sozusagen. Abschlachtung ist vielleicht ein bisschen ein schlimmes Wort, aber wirkt in dem Film wirklich extrem so. Sozusagen zur Tötung geführt und wie Schweine auf dem Stuhl geröstet. Ja, klingt schlimm, klingt auch gar nicht so schön als Film, aber durch die Spannung
dass dieser John Coffey eigentlich als sich als Unschuldiger herausstellt, kommt dem Gefängniswärter dann irgendwann die Frage auf, ja, ist das so rechtens, was ich hier tue? Und ja, schaut es euch selbst an. Ein wunderbarer Film. Das war's dann auch mit meinem Auspackvideo, mit meinem Unboxing. Ja. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch vielleicht ein bisschen gefallen haben. Wer weiß. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Unboxing mehr verpassen wollt. Ja. Kauft euch diesen Film. Kauft euch diesen Film. Meine Empfehlung. Den auch. Jurassic Park ist ein Klassiker, muss man gesehen haben. Ja. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Bis dann und ciao, ciao, adios. Haut, Rinner.